Hallo zusammen. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren regelmäßig oder gelegentlich Cannabis. Und das, obwohl es verboten ist. Wer Cannabis besitzt und damit erwischt wird, muss mit einer Strafe rechnen. Und die Bundesregierung und namentlich die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig halten rigide an diesem Verbot fest. Ich möchte heute mal deren Argumente auseinandernehmen. Legen wir mal los. In einer Pressemitteilung vom 5. November 2019 behauptete der CDU-Gesundheitspolitiker Alexander Kraus, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Stimmt das? Diese Behauptung, dass Cannabis eine Einstiegsdroge sei, hat man früher öfter gehört. Sie folgt dem Motto, wer heute Cannabis konsumiert, der spritzt sich morgen Heroin. Schon in den 1990er Jahren kam eine Studie, die vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben worden ist, zum Schluss, nur weil Heroinkonsumenten vorher Cannabis konsumiert haben, kann man nicht behaupten, dass der Cannabiskonsum die Ursache für den späteren Heroinkonsum sei. Damit will er sagen, die große Mehrheit der Cannabiskonsumenten hat einen völlig unproblematischen Konsum. Auch die Hauptstelle für Suchtfragen sagt, dass nur ein kleiner Anteil der Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten später auf andere Drogen umsteigt. Weil die Behauptung, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, wissenschaftlich nicht haltbar ist, steigen die Prohibitionsbefürworter auf ein anderes Argument um. Mit den Worten der Bundesdrogenbeauftragten: Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Gut, dass Cannabis kein Brokkoli ist, darauf wäre wohl auch ein Erstklässler gekommen. Aber im Kern geht natürlich das Argument dahin zu sagen, Cannabis ist auch irgendwie gefährlich. Schauen wir uns dieses Argument mal ein bisschen näher an. Erstens, die Inhaltsstoffe von Cannabis sind nicht toxisch. Es gibt in Deutschland keinen einzigen bekannten Fall, dass jemand durch Cannabiskonsum gestorben ist. Ganz anders bei Alkoholkonsum. Jedes Jahr sterben an den Folgen des Alkoholkonsums etwa 70.000 Menschen. An den Folgen des Tabakkonsums 120.000 Menschen. Zweitens, richtig ist, dass Cannabis, wenn man eine entsprechende Anfälligkeit hat, Psychosen auslösen kann. Vereinfacht kann man sagen, je höher der THC-Gehalt ist, desto höher das Risiko, dass eine Psychose ausgelöst wird durch den Konsum. Wer heute Gras konsumieren will, der muss es auf dem illegalen Markt kaufen und der weiß nicht, wie hoch der THC-Gehalt ist. Steht ja nicht drauf. Das ist in etwa so, als ob du in eine Kneipe gehst, Alkohol bestellst und nicht weißt, ob das, was dir da auf den Tisch geknallt wird, den Alkoholgehalt eines Radlers oder eines Schnaps hat. Witzigerweise bemängeln die Legalisierungsgegner immer, dass wir einen steigenden THC-Gehalt hätten. Wenn das so ist, dann wäre ja die Legalisierung genau die richtige Antwort darauf. Denn wenn du das Cannabis legalisierst, dann kann jeder für sich entscheiden, ob du ein Kraut nimmst mit einem hohen THC-Gehalt oder mit einem niedrigen THC-Gehalt. Das heißt, Konsumentinnen und Konsumenten können sich bewusst für einen niedrigen THC-Gehalt und damit ein weniger schädlicheres Produkt entscheiden. Diese Wahl haben sie aktuell eben nicht. Zum dritten Punkt. Die meisten der 3,5 Millionen Cannabiskonsumenten weisen einen unproblematischen Konsum auf. Das habe ich ja schon mal gesagt. Nur 300.000 weisen einen problematischen Konsum auf. Zum Vergleich. Wir haben 3 Millionen Menschen, die einen problematischen Alkoholkonsum haben. Wenn nur 300.000 Menschen einen problematischen Cannabiskonsum haben, dann heißt es, dass über 90% unproblematisch Cannabis konsumieren. Also genau wie viele Menschen ein Feierabendbier trinken, halt ein Feierabendjoint rauchen. Und dann habe ich noch eine schöne Grafik für euch. Diese Grafik ist ein Ergebnis der Forschung von David Nutt und anderen Forscherinnen und Forschern. Sie kamen zum klaren Ergebnis, dass Cannabis deutlich weniger gefährlich als Alkohol ist. Bei Alkohol hat man eine höhere Mortalitätsrate als bei Cannabis, ein höheres Krebsrisiko und ein höheres Abhängigkeitsrisiko.
Das ist die Gefahr für einen selber. Dann gibt es noch die Gefahren für Dritte. Zum einen die Gefahr von Gewalt und Aggressivität gegenüber Dritten. Zum anderen wachsen 2,6 Millionen Kinder und Jugendliche alleine in Deutschland in Familien auf, wo mindestens ein Elternteil alkoholkrank ist. Mit allen Folgen von Gewalt, zu wenig Liebe und Empathie für das Kind. Zum Dritten verursacht Alkohol volkswirtschaftliche Gesamtkosten in Höhe von 40 Milliarden Euro. Für Krankenhausaufenthalte, für Krankheitsbescheinigungen und Ähnlichem. Kurzum, wer sagt, Cannabis muss verboten sein, weil es gefährlich ist, der verkennt, dass wir mit Alkohol eine Droge auf dem Markt haben, die um Längen gefährlicher ist. Man kann nicht Alkohol erlauben und Cannabis verbieten. Das hat keine Logik. Kommen wir zum nächsten Argument der Verbotsbefürworter. Das nächste große Argument ist, wir müssen Cannabis verbieten, um die Jugend zu schützen. Vorweg, jugendlicher Konsum von Cannabis ist sehr bedenklich. Laut dem Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung haben etwa 10% der 12- bis 17-Jährigen schon mal Cannabis probiert. Aber nur 1,2% konsumieren regelmäßig Cannabis. Wir wissen, dass im jugendlichen Alter die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist und Cannabis auf die Gehirnentwicklung negative Folgen haben kann. Deshalb kann man nur sagen, Kinder und Jugendliche sollten die Finger von Cannabis lassen. Wir brauchen also für Kinder und Jugendliche mehr Aufklärung und mehr Prävention. Aber Verbote wirken als Anti-Aufklärung. Wenn ein Jugendlicher Cannabis regelmäßig konsumiert und merkt, dass er Probleme hat, dann wird er aus Angst vor Repression keine Hilfe suchen. Stell dir einfach mal vor, du bist ein 14-jähriger Jugendlicher, der regelmäßig Cannabis konsumiert und denkt, scheiße, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ich komme nicht weg von dem Zeug. Ja, du wirst dich doch kaum trauen, irgendwen zu fragen. Deine Eltern traust du dich nicht zu fragen, weil du Angst hast, Ärger zu kriegen. Du traust dich nicht, dich an irgendwelche Behörden zu wenden, weil du denkst, du bist strafmündig und könntest in Knast landen. Diese Kette der Angst können wir nur durchbrechen, wenn wir eine andere Drogenpolitik betreiben. Und wer erzählt, das Cannabisverbot schütze Jugendliche, der glaubt wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Die Jugendlichen, die konsumieren ja trotz Verbot Cannabis. Und der Dealer, der fragt auch nicht nach dem Alter. Eine Legalisierung kann hier vielleicht was ändern. Aber sicher ist, dass das Verbot von Cannabis keinen Jugendschutz bewirkt. Repression ist kein Jugendschutz. Dann kommen wir zum nächsten beliebten Argument der Prohibitionsbefürworter. Das Verbot verhindere, dass noch mehr Menschen konsumieren. Ich hatte ja schon erwähnt, dass 3,5 Millionen Menschen konsumieren. Ich glaube nicht, dass wenn Cannabis legalisiert wird, das deutlich mehr Menschen wären. Wer heute Cannabis konsumieren will, der kommt in jedem Pusemuckeldorf an Cannabis dran. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist auch nicht so sauteuer. Insofern verhindert das Verbot überhaupt nicht, dass Menschen Cannabis konsumieren. Das Einzige, was das Verbot bewirkt, ist, dass die Risiken, die mit dem Konsum von Cannabis einhergehen, maximal steigen. Erstens durch die Kriminalisierung, weil du eben Angst hast, in den Knast zu kommen. Zweitens, weil du auf den illegalen Markt angewiesen bist, wo du verunreinigten Stoff bekommst. Und drittens, weil dann auch noch die Gefahr besteht, dass du deinen Führerschein verlierst. Und dieser Verlust des Führerscheins, der kann dich ja am Ende auch noch den Arbeitsplatz kosten. Das Cannabisverbot ist vor allem ein Beschäftigungsprogramm für Polizei und Justiz, die eigentlich Besseres zu tun hätten. Wir haben jedes Jahr 180.000 Strafverfahren wegen konsumnaher Delikte. Alle 3 Minuten wird ein neues Strafverfahren wegen eines Cannabis-Deliktes eröffnet. Diese Strafverfolgung hilft niemandem. Und deshalb fordert zum Beispiel der Bund Deutscher Kriminalbeamter, einer der 3 Polizeigewerkschaften, dass das Cannabis-Verbot endlich weg müsse. Trotzdem sagen Leute wie Daniela Ludwig Eisern, dass eine Legalisierung ein falsches Signal senden würde. Nun gibt es kaum wissenschaftliche Studien zu diesem Thema, aber der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat die Studienlage ausgewertet und geschaut, wie wirkt sich eine Legalisierung oder Entkriminalisierung auf den Konsum von Cannabis aus. Die Studien aus den USA, aus Kanada, aus Uruguay und anderen Ländern zeigen, dass eine Legalisierung nicht zu einem höheren Konsum bei Jugendlichen führt. Gute Zahlen gibt es aus den Bundesstaaten Colorado und Washington, wo ja Cannabis schon 2012 legalisiert wurde. Und da ist das Ergebnis, dass der Konsum bei Jugendlichen stagnierend ist oder gar rückläufig. Trotzdem verweisen die Legalisierungsgegner, und das macht Daniela Ludwig zum Beispiel auch, auf Kanada und sagen, da haben wir doch eine Verdopplung der Konsumzahlen bei Cannabis durch die Legalisierung. Was die Prohibitionsgegner verschweigen, ist, dass
Kanada erst im Oktober 2018 legalisiert hat und wir überhaupt keine langfristigen Zahlen haben. Dass es wahrscheinlich absehbar ist, dass wenn Cannabis legal wird, erstmal ganz viele Leute mal ausprobieren, wie ist es eigentlich, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, was ist die langfristige Entwicklung? Wie viele bleiben am Ball und sagen, oh, ich finde das toll? Und wenn man sich die Zahlen in Kanada genau anschaut, dann entfällt ein Großteil des Konsums auf erwachsene Männer. Im Übrigen, in den letzten 10 Jahren können wir im Verbotsland Deutschland sehen, dass die Konsumzahlen leicht steigen. Das zeigt ganz klar, das Verbot verhindert den Konsum nicht. Also, die Verbotsbefürworter haben keine Argumente an der Hand. Alle ihre Argumente zerbrechen, wenn man sie sich genauer anschaut. Es bleibt nur die pure Ideologie übrig oder das, was Marlene Bortler mal gesagt hat. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr. Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Punkt. Fakt ist, eine Legalisierung würde Menschenleben schützen. Es wäre auch eine Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts aus Artikel 2 unseres Grundgesetzes. Und deshalb brauchen wir endlich die Legalisierung von Cannabis. Damit bin ich am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalasst oder das Video teilt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mit dem Nema Movasat von den Linken, ihr habt ja eben schon gehört, der ist drogenpolitischer Sprecher der Linken hier im Bundestag in Berlin und hat sich einiges dazu zu sagen. Ich habe dich eben schon kurz vorgestellt, herzlich Nema Movasat von den Linken, drogenpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag und habe dich eben schon kurz vorgestellt, herzlich willkommen zur Handparade, vielen Dank, dass du heute Zeit für die Legalisierung gefunden hast. Was sagt ein Bundestagsabgeordneter dazu, wie seine Kollegin, die Fraktionskollegen instruiert hat, Cannabis politisch zu argumentieren? Also es ist natürlich normal, dass Fachpolitiker einer Fraktion ihrer Fraktion Argumente oder Positionen aufschreiben, was aber unüblich ist. Und Daniela Ludwig hat ja nicht als Fachpolitikerin ihrer Fraktion diesen Brief geschrieben, sondern als Bundesdrogenbeauftragter. Und das ist ein komischer Vorgang. Also, dass man einen Brief schreibt an eine Regierungsfraktion, um die andere Regierungsfraktion zu attackieren, nämlich die SPD ja in dem Fall. Das ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorgang. Ich habe ja auch eine schriftliche Frage an die Bundesregierung dazu gestellt. Ich habe nämlich gefragt, wie dieser Brief zustande gekommen ist, also ob es eine Nachfrage aus der CDU gab oder wie das stattfand. Und die Antwort der Bundesregierung war, dass Daniela Ludwig den Brief initiativ geschrieben hat, also von sich selbst aus. Genau, bei Twitter hat sie das dann bestritten und meinte, nein, sie hat ja Nachfragen bekommen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken bei der Bundesregierung, was jetzt die Wahrheit ist. Gerade nochmal, um auf den Inhalt des Briefes zu kommen, der wurde hier in der Sendung heute auch schon mehrfach thematisiert und dabei hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass die Frau Ludwig da auch besonders, was die THC-Gehalte betrifft, ja, die Steigerung der THC-Gehalte, die aktuellen THC-Gehalte, sage ich mal, nicht mit ganz offenen Karten spielt. Das wurde hier auch anhand von zahlreichen Studien, Veröffentlichungen, auch anhand der Statistiken, die sie selber benutzt hat, klar nachgewiesen. Und sie hat das jetzt in dem Brief an die Bundestagsabgeordneten, hat sie genau dieselben, sage ich mal, falschen Statistiken wieder übernommen. Ja. Da arbeitet sie auch mit als Drogenbeauftragte mit. Wir haben ein bisschen Moderation zu politischer Erfahrung. Ich weiß eigentlich, warum das ist, aber hier im Chat taucht immer, wieso das so ist, aber hier im Chat taucht immer wieder die Frage auf, warum darf die das, obwohl diese Behauptungen statistisch teilweise zum Teil schon längst widerlegt sind. Warum darf die das? Wie geht das? Naja, ich glaube, das ist, gut, im Prinzip darf natürlich die Bundesregierung erstmal eine Meinung kundtun und meinen, was sie will. Wenn sie natürlich falsche Tatsachen zugrunde legt und man ihr das nachweisen kann, dann ist sie aufgrund des sogenannten Sachlichkeitsgebotes gehalten, das zu korrigieren. Dass sie weiter damit um sich wirft, das kann man in dem Fall wirklich nur noch als eine Art von bewusstem falschen Setting interpretieren, also wo es wirklich darum geht, bewusst falsche Fakten darzustellen, wobei ich ja immer dieser THC-Gehalt-Debatte entgegenhalte, habe ich auch im Video gemacht,
dass wenn wir doch legalisieren, dann steht halt eben drauf, wie hoch der THC-Gehalt ist. Dann haben wir eben nicht mehr das Problem, darüber philosophieren zu müssen, wie hoch ist er denn nun und wie hoch ist er nicht, weil dann weiß jeder und jeder, wie hoch ist er. Also, und ich finde das Argument, dass die immer sozusagen fort und sozusagen auch mit statistischen Fehlern und Umdrehungen sozusagen, dem muss man, glaube ich, vor allem entgegenhalten, bevor man sich in so eine statistische Klein-Klein-Debatte begibt, dass man sagt, naja, selbst wenn wir eure Behauptung zugrunde legen, dann wäre das doch ein Argument für die Legalisierung. So. Also damit man nicht sozusagen dem Schwarzmarkt unterworfen ist, wo man ja auch der Dealer selber gar nicht weiß, wie viel drin ist. Und ich glaube, genau das muss man sozusagen umdrehen gegen sie selber. Nächste Frage dreht sich auch ein bisschen um das Amt der Drogenbeauftragten an sich. Ich habe das vorhin hier schon mal ausgeführt. Wie du eben auch gesagt hast, das ist ja die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Das heißt, sie hat ihren Auftrag, der Amtsauftrag im Prinzip stammt ja von der Bundesregierung. Ja. Nun habe ich mich mal umgeschaut und geguckt, wir haben ja mehrere Beauftragte, die hier und da mal in den Nachrichten erscheinen, Datenschutzbeauftragte, Missbrauchsbeauftragte, und habe ich immer geguckt, und die meisten davon dürfen kritisch gegenüber der Bundesregierung sein, Faktenchecker nenne ich das mal, und sind aber vom Parlament beauftragt. Jetzt habe ich geguckt, die Drogenbeauftragte ist ja nur von der Bundesregierung beauftragt. Kann man da nicht irgendwas machen als Parlament sozusagen, dass das Parlament die beauftragt, dass da mal ein Faktenchecker hinkommt, anstatt jemand, der die Drogenpolitik der Bundesregierung als Pressesprecherin vertritt? Finde ich eine interessante Überlegung, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist also in der Tat, wie du sagst, es gibt unterschiedliche Arten von Beauftragten, nämlich solche, die vom Parlament ernannt werden und solche von der Regierung, und die vom Parlament ernannt werden, wie zum Beispiel eben der Bundesdatenschutzbeauftragte oder auch die Werbeauftragte, die haben natürlich eine größere Unabhängigkeit von der Regierung, während sozusagen die Bundesdrogenbeauftragte von der Regierung ist. Wobei man natürlich nicht unterschätzen darf, dass auch wenn das Parlament die Personen ernennt, ja immer noch das Mehrheitsprinzip gilt. Also es werden natürlich Personen aus den Regierungsfraktionen sein, aber die sind eben ein Stück weit unabhängiger. Ja. Und wir wissen ja auch, dass Daniela Ludwig, als sie ganz am Anfang sozusagen gesagt hat, sie will eine offene Debatte, da hat sie ja auch durchaus Anpfiff aus der CDU-CSU-Fraktion bekommen, nach dem Motto, hier gibt es keine offene Debatte, sondern wir sind dagegen. Ja. Ich glaube schon, dass auch bei ihr, ja, um mal sozusagen eine ganz, ganz vorsichtige Lanze zu brechen, glaube ich schon, eine Da bin ich wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, es waren kurze Aussätze, aber diesmal war es nicht so krass. Ich habe jetzt hier ein paar Anfragen aus dem Chat. Ganz konkret Cannabis, Führerschein, Gesetzgebung. Wie sieht es da momentan auf Bundesebene aus? Sind da Verbesserungen zu erwarten oder wird es bei der doch sehr restriktiven Regelung bleiben? Ja, zurzeit ist es ja so, dass man seinen Führerschein ja sogar verlieren kann, wenn man gar nicht im Autoverkehr berauscht gefahren ist. Wir haben als Linke einen Antrag dazu im Bundestag eingebracht. Also dass erstens man natürlich nicht mehr seinen Führerschein verliert, wenn man außerhalb des Straßenverkehrs berauscht erwischt wird. Und zweitens, dass es klare Grenzwerte braucht. Also analog zu den Grenzwerten, die wir bei Alkohol haben, den Promillegrenzen 0,3, 0,5, brauchen wir solche Grenzen eben mit 3 und 5 Nanogramm bei Cannabis. Das ist ein Antrag der Linksfraktion. Der war eigentlich terminiert damals im März diesen Jahres. Dann kam Corona und dann haben wir es nicht mehr draufgekriegt auf die Tagesordnung. Ich hoffe, dass wir den noch auf die Tagesordnung kriegen. Nicht, weil ich glaube, dass er angenommen wird von der Mehrheit dieses Parlamentes, sondern weil wir diese Debatte brauchen. Weil de facto die restriktive Verbotspolitik, die sie ja durch die geringe Mengeregelung so nicht mehr umsetzen können, sie faktisch über die Führerschein
den Führerscheinentzug umsetzen. Und da ist dringend Handlungsbedarf. Und das haben auch Fachkommissionen etc. gesagt, so geht's nicht. Gut, dann, ich werde natürlich auch immer gefragt, ich soll doch bitte auch mal eine parteipolitische Frage stellen. Nun, kann ich sagen, wir hatten ja schon hier und da mal beruflich das Vergnügen miteinander und ich weiß auf Bundesebene, besonders du als drogenpolitischer Sprecher bist da sehr engagiert, auf Bundesebene sind die Linken aber nun nicht mal, also sind halt nicht in der Regierung, ja. Auf Landesebene sieht es hier und da anders aus, ja. Ich weiß, du sprichst für die Bundespartei, trotzdem möchte ich mal deine Meinung dazu wissen. Was hältst du von der landespolitischen Drogenpolitik der Bundesländer, wo die Grünen, wo deine Partei mit am Zuge ist? Stichwort. Na gut, Stichwort. Also die Linke hat ja dort, wo sie regiert, also vor allem in Berlin und Bremen, ja die geringe Menge auf, also die 15-Gramm-Regelung mit beteiligt, sich einzuführen, also die sozusagen die höchste geringe Menge, die es gibt. In Thüringen ist sie meines Wissens zumindest bei 10 Gramm, was immer noch deutlich über dem Bundesschnitt ist, auch wenn ich mir da natürlich 15 Gramm wünschen würde. Mag auch sein, dass in der Großstadt das politisch umzusetzen, wie in Berlin und Bremen, leichter ist als in so einem eher ländlich geprägten Bundesland wie Thüringen, wo die meisten sagen, was haben wir mit Cannabis zu tun? Fakt ist natürlich, dass die Länder nur überschaubare Möglichkeiten haben. Strafrecht ist Bundessache, Drogenpolitik ist Bundessache. Also müssen wir die Änderung auf Bundesebene herbeiführen. Die Länder haben eben in dem geringen Rahmen und Bewegungsmöglichkeiten, die sie haben, können sie natürlich hier und da was machen. Und ich glaube schon, dass unsere Regierungsbeteiligung das versuchen, auch wenn ich mir hier und da sicherlich mehr Engagement wünschen würde, kann ich jetzt aber auch nicht sagen, da passiert nichts, sondern das Thema ist auf dem Schirm, auch was Drogenkonsumräume angeht, auch was die Frage Drug-Checking in Berlin angeht. Also da sind passieren drogenpolitisch durchaus Sachen. Insofern bin ich da, sage ich mal, auf der Landesebene würde ich mal sagen, jetzt, wenn ich eine faire Bewertung abgebe, würde ich sagen, insgesamt würde ich der Linken da wahrscheinlich schon eine 2 geben. Jetzt nochmal eine Frage, die mir heute auch immer wieder im Chat begegnet ist. Ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen. Wir wissen, denke ich, alle, dass es unrealistisch ist, dass wir jetzt aufgrund von aus steuerrechtlichen Fragen Cannabis von heute auf morgen legalisieren. Nun kam aber doch öfter die Frage im Chat, wir haben jetzt bald eine Rezession hier in Deutschland, ja, also Corona wird die wirtschaftliche Entwicklung doch stark zurückwerfen und sollte man da nicht Cannabis mal schnell eben legalisieren, macht die CDU das nicht vielleicht mit, um sozusagen dieser drohenden Wirtschaftskrise so einen kleinen Kontrapunkt zu setzen. Könnte das realistisch sein, dass die CDU kippt, weil wir dann 10% negatives Wirtschaftswachstum haben, oder sind das Träumereien, dass die Corona-Krise, dass die ganze Krise sozusagen die Legalisierung beschleunigen könnte? Also es mag vielleicht im Kopf des einen oder anderen CDU-Wirtschafts- oder Finanzpolitikers ein Argument sein. Wir wissen natürlich, dass das jetzt nicht die Krise lösen würde, auch steuermäßig nicht. Zumal ich jetzt auch nicht finde, dass das Argument der Steuereinnahmen für den Staat an erster Stelle stehen sollte oder auch an dritter Stelle stehen sollte. Weil ich glaube schon, dass, also wenn man sagt, Cannabis und überhaupt der Konsum auch von Drogen ist eine Frage der Selbstbestimmung des Menschen, dann steht das im Mittelpunkt argumentativ. Das mag ein Nebeneffekt sein, dass der Staat dabei auch Steuern einnehmen kann. Und sicherlich kann man das auch in einem Gespräch gegenüber CDU-Abgeordneten, die vielleicht nur über dieses Argument zu holen sind, ansprechen. Aber wenn man das jetzt, finde ich, in den Mittelpunkt der Diskussion stellt, dann, glaube ich, in der Öffentlichkeit punktet man da nur überschaubar mit. Also ich glaube, auch innerhalb der CDU wird letztlich die Ideologie da stärker sein, als das Argument, ein paar Millionen Euro über Steuern einzunehmen. Okay, dann noch die obligatorische Frage zum Schluss, die immer wieder gestellt wird. Deine Meinung, wann ist Cannabis reguliert? Ich sage jetzt extra nicht legal, sondern wie lange müssen wir alle noch warten, bis Cannabis reguliert wird? Also meine Vermutung ist, dass in dieser Legislaturperiode nichts mehr passiert im Bundestag. Ich glaube, man muss immer ehrlich sein, ich sehe es nicht. Die SPD hat zwar dieses Positionspapier beschlossen, aber ich sehe jetzt nicht sozusagen den Kampf der SPD darum, Teile davon mit der CDU zu verhandeln. Also meines Wissens hat es bisher überhaupt keine Verhandlungen mit der CDU, CSU gegeben.
ein bisschen, dass da vielleicht doch noch was passiert, dafür spricht gerade der Brief von Daniela Ludwig, also dass da vielleicht doch ein bisschen Humor ist innerhalb der Union auch, und also dass da Leute sind, die sagen, jetzt muss was passieren. Wenn überhaupt jetzt, glaube ich, diese Legislatur noch was passiert, dann kann ich mir am ehesten vorstellen, dass es eine bundeseinheitliche geringe Menge gibt. Ich glaube, dafür könnte es eine Offenheit geben. Die wird nicht bei 15 Gramm liegen, also da muss man sich, glaube ich, keine Hoffnung machen, sondern vielleicht bei 10 Gramm, wenn man viel Glück hat. Was aber ein Fortschritt wäre, wenn man wüsste, bundesweit gibt es eine klare Regelung. Das hätte eine geringe Chance und Modellversuche hätten aus meiner Sicht eine geringe Chance auf Realisierung auf Bundesebene. Also dass das sozusagen ermöglicht wird, also dass sozusagen Bundesländer eben eher die Chance kriegen, das umzusetzen, wenn sie wollen. Aber das sind die einzigen Punkte, wo ich das sehe. Dass wir zu einer Regulierung kommen, das hängt dann tatsächlich davon ab, wer ab nächstem Jahr regiert. Also ich glaube schon, dass wenn wir eine SPD-grüne-linke Regierung hätten, wir zu einer staatlichen Regulierung von Cannabis kommen würden. Dafür stehen ja Grüne und Linke gleichermaßen. Und die SPD, sage ich mal, würde da sicherlich letztlich nicht der Blockierer sein. Und ja, wenn das nicht passiert, dann muss man mal schauen, falls es Schwarz-Grün gibt, was ja auch im Bereich des Denkbaren liegt, dann weiß ich nicht, ob die Grünen, das könnt ihr ja gleich die Frau Kappert-Gonter fragen, wie das Thema dann priorisiert wird von den Grünen oder ob das dann hinten rüberfällt am Ende. Gut, war sehr dezidierte Aussage. Vielen Dank. Ich denke, unser Zeitplan drückt. Die Kirsten Kappert-Gonter kommt gleich bei uns ins Interview. Recht herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Und ich glaube, das war das technisch bisher beste Interview, was die technischen Probleme anbetrifft, zur richtigen Zeit dann. Und ja, schönen Abend noch. Und wir sehen uns hoffentlich und denke ich auf einer der nächsten Veranstaltungen dieser Art. Ja? Ja, sehr gerne. Schönen Abend. Ciao. Ebenso. Ja. Tschüss. Danke. Du warst ja schon auf vielen Hanfparaden, echt Respekt für dein Engagement. Und wenn man auch liest auf Twitter, was du alles rauslässt, das gibt Mut. Echt. Ja, ich hoffe, nächstes Jahr wieder auf der Straße. Super. Mit der Hanfparade.